Hornhechte grätenfrei. Das ist der Traum vieler Angler, um auch ihre Familie damit zu beglücken. In diesem Video zeige ich dir meine seit Jahrzehnten bewährte Methode. Man benötigt ein leichtes, scharfes Filetiermesser, mit dem man auch die dünne Haut fein einritzen kann. Man beginnt zunächst am Hinterkopf und ritzt dann die Haut am Bauch entlang und oben über den Rücken an. Dann pittelt man vorsichtig nur die Haut im Nacken ab, wo sich zwei Schnitte überkreuzen. Mit Daumen und Zeigefinger lässt sich die gesamte Haut über die Länge des Hornhechts abziehen. Nun wird wie gehabt ein Filetschnitt gesetzt, das heißt an den Rückengräten entlang bis zu den Bauchgräten. Diese Bauch- oder Brustgräten, welche die Eingeweide schützen, dürfen aber auf keinen Fall durchgeschnitten werden. Der letzte Teil des Schwanzes im Bereich der Afterflosse ist praktisch grätenfrei. Hier können wir wie gehabt filetieren. Hier zeigen sich auch schon die typisch grünen Gräten des europäischen Hornhechts, Belone Belone lateinisch. Beim Thylosurus arcus, beim atlantischen Hornhecht, sind diese Gräten übrigens nicht im Rohzustand grün. Beim Trennen des Filets von den Gräten muss man mit chirurgischer Präzision vorgehen. Ansonsten kann man leicht eine Gräte oder eine Spitze davon mit abschneiden. So, und da haben wir es schon, das absolut grätenfreie Hornhechtfilet. An allen anderen Teilen des Hornhechtes sind leider Gräten dran, zum Teil auch lose Fleischgräten. Man könnte diese Reste natürlich auskochen, zum Beispiel für eine Fischsuppe. Ich schneide sie aber meistens klein und verfüttere sie an meine Katzen. Sehen wir uns das Ganze noch einmal im Schnelldurchlauf an. Die Nitrilhandschuhe trage ich übrigens, da die Schuppen des Hornhechtes extrem fein sind, sich leicht lösen und dann überall in den Händen kleben und kaum noch abzubekommen sind. Außerdem stinken unsere Finger dann nicht noch stundenlang nach Fisch. Ich finde Hornhechte jedenfalls extrem lecker. Festes Fleisch, das in der Pfanne nicht zerfällt, und mehr Aroma als zum Beispiel die Dorschartigen. Die zweite Filethälfte ist fertig, ab in die Küche.